Hi, hier ist Reinhold und in diesem Video geht es um Weltraumfahrtpropaganda und Alientäuschung. Curiosity auf Devon Island. Und zu dem neu erschienenen Film Der Marsianer werde ich auch etwas zu sagen haben. Am 28. September gab NASA eine Pressemitteilung, angeblich Wasser auf dem Mars nachgewiesen zu haben. Und was denke ich dazu? Glaube ich daran, dass Weltraumfahrten möglich sind? Erstmal ist interessant, dass 5 Tage nach dieser Mitteilung, am 2. Oktober, der Film The Martian in die Kinos kam in den USA. Dieses perfekte Timing scheint für manche nur Zufall zu sein, aber für die, welche die Gleichschaltung der Medien bereits kennen, ist es einfach eine weitere Bestätigung dafür, dass in den Medien nichts dem Zufall belassen wird, auch nicht die Release-Dates von manchen News. Die Grenze zwischen Film und dunkler Fantasie, ich meine Film als dunkle Fantasie und Realität als Fakten, ist heute sehr verwischt. In dem Film Der Marsianer mit Hauptdarsteller Matt Damon schafft er es im Film irgendwie in toter Marserde als Gestrandeter Kartoffeln zu pflanzen und dadurch längere Zeit, ich glaube ein Jahr, zu überleben. Der Marsianer vermittelt meiner Meinung nach eine gedankliche Brücke für Leute, leichter glauben zu können, dass extraterrestrisches Leben easy peasy möglich ist, wie es bereits durch die Ancient Alien Theorien katapultiert wird, will ich mal sagen, bei dem natürliche Designer wüste Planeten besuchen, jetzt Matt Damon, und Pflanzen setzen und terraformen, um den Planeten zu beleben. Und nach den Alien-Theorien hätten wir auch so erschaffen worden sein. Das ist eine absolute Lüge. Wir sind keine Hybriden zwischen Aliens und Affen, wie es in den sumerischen Texten geschrieben ist. Das ist eine absolute Lüge. Und einfach eine Vorbereitung zur großen Täuschung der Massen beizutragen, von der die Bibel uns warnt. Denn laut Bibel, ja, sind wir nicht allein auf diesem Planeten Erde. Die Engel Gottes, Gute und Böse und Dämonen sind hier unter uns. Und das hier ist zum Beispiel Washington DC am 12. Juli 1952. Da gab es eine beeindruckende Sichtung am Himmel. Und Satan und seine Engel sind die Mächte dieser Finsternis und regieren die Welt bis zum zweiten Kommen von Christus. Das sagt die Bibel ausdrücklich. Zu welchem Zeitpunkt sie die Welt gegen ihn scharen werden und Jesus als ein eindringendes Alien darstellen werden, wenn er mit seiner himmlischen Armee kommt, um Satans neue Weltordnung zu vernichten und praktisch sein Reich zu errichten. Und deswegen steht im 2. Thessaloniker Kapitel 2, Vers 8 bis 12: Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr Jesus verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Ihn, dessen Ankunft nach der Wirksamkeit des Satans ist in aller Macht und allen Zeichen und Wundern der Lüge und in allem Betrug der Ungerechtigkeit denen, die verloren gehen, darum, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet würden. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, damit sie der Lüge glauben, auf dass alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Und eine zweite Sache, die es zu bemängeln gibt an solchen Dauerbrennern wie Weltraumfahrten, ist, dass sie den Eindruck vermitteln, dass unsere Erde eine Einwegerde ist, die man ausbeuten kann und verschmutzen kann, sich danach eine so neue sucht. Das ist auch etwas, wo ich einfach überhaupt nicht zustimmen kann. Aber was ich gut fand, dass er von Kartoffeln gelebt hat. Denn in Offenbarung 11, 18 steht geschrieben: Und die Nationen sind zornig geworden, und dein Zorn ist gekommen, um die Zeit und die Zeit zu verderben, welche die Erde verderben. Das war jetzt etwas gekürzt, aber das wird definitiv erwähnt.
Kommen wir nun zu dem Curiosity Rover in Grönland auf Devon Island. Das klingt etwas merkwürdig aufs Erste, aber lass mich dir zeigen. Okay, hier befinden wir uns auf Google Earth. Und das Erste, was mir auffällt, ist, dass Grönland von einer riesigen weißen Wolkendecke bedeckt ist. Was sehr merkwürdig ist, weil wenn du das mit Island vergleichst, Island bekommt auch nur einmal im Jahr Schneefall und ist nicht so zugedeckt. Also irgendwie wird hier was verschleiert. Oder zumindest dem Google Earther durch diese Wolkendecke uninteressant zum Suchen gemacht. Wir gehen jetzt auf Devon Island und zoomen mal durch. Hier gibt es keine große Wolkendecke zum Durchbrechen. Und schauen uns das Arctic Camp an. Fliegen hinein. Da sehen wir. Und was wir sehen, sind Häuser, Geländefahrzeuge, Antennen, Verpflegung, noch mehr Geländefahrzeuge. Die haben sich dort anscheinend für längere Zeit eingerichtet. Was ist das? Ein Humvee. Der gehört doch bestimmt nicht NASA, oder? Was wir hier so sehen können. Aha, der gehört also NASA. Aber genau lesen kann man nicht, was hier drauf steht, weil auf diesem Bild ist die Auflösung dafür zu gering. Fahren wir also fort mit unserer Suche. Und wie wir hier schön sehen können, ist das Gelände richtig felsig und hügelig. Und wenn du das mit den NASA-Bildern vergleichst, dann würde ich sogar sagen, dass diese Flächen hier identisch sind mit denen von den offiziellen NASA-Bildern. Außer dass hier natürlich der Rotfilter für den Boden fehlt und die Staubnebel im Hintergrund. Aber dafür zahlt NASA natürlich einem Angestellten über 100.000 Dollar Honorar im Jahr, damit er diese Effekte einfügt in die Bilder. Gehen wir auf Fotomodus beenden. Kommen wir jetzt zum zweiten Panorama. Das heißt Roving the Arctic. Robotern in der Arktik. Hier scheinen wir sowas wie einen Wasserfluss zu haben. Konnte ich jetzt bisher noch nicht auf den Marsbildern entdecken. Okay, was haben wir noch? Oh, was ist das? Wow. Yep. Aha. Wen haben wir hier? Ein NASA-Typen, der den Rover steuert und dabei Bilder macht. Und hier ist Lügner Nummer 2 und Lügner Nummer 3. So, warum nehmen die so einen kleinen Rover? Um die Bilder damit zu machen. Weil wenn sie den Curiosity verwenden würden, der wäre viel größer und durch diesen kleinen Rover bekommen sie einfach den Effekt besser hin. Diese ausgedehnte Leere oder ausgedehnte Landschaft auf den Bildern richtig zu porträtieren, nach wiederzugeben. Ja. Und deswegen benutzen die so einen kleinen. Und so ein großer Curiosity würde auch sehr viel mehr Staub aufwirbeln, natürlich, als so ein kleiner. NASA ist uns am veräppeln. Die Ortsmarkierung und hier haben wir das letzte, zum Beispiel schon Drill Hill.
Also das ist auch wieder sehr ähnlich mit diesen NASA-Bildern vom Mars. Wenn man das nebeneinander vergleicht, kann man feststellen, dass die eigentlich identisch sind, bis auf die Rotverschiebung des Bildes von den NASA-Bildern und dem eingefügten Staubnebel. Das sieht sehr nach Mars aus. Wenn man mit so einem kleinen Rover herumfährt und die Bilder dann auch rötlicher macht, kann man damit schon den Mars simulieren. Geländefahrzeuge. Oh, da haben wir wieder ein Humvee. Ist auch noch NASA-Mitarbeiter, nehme ich an. Okay. NASA, was steht da drauf? Mars-Projekt. Da haben wir es doch. Hier werden Bilder fürs Mars-Projekt gemacht. NASA ist uns am Veräppeln. So, nur kurz ein Nachtrag zu dem Gezeigten. Es gibt natürlich noch mehr Täuschungen, die man über NASA aufdecken kann, aber bleiben wir bei dem Thema H2O. Wir Menschen bestehen aus ca. 75% Wasser, 90%, wenn wir geboren wurden und ca. 60%, wenn wir alt geworden sind. Dabei nimmt die Vitalität des Körpers direkt proportional zum Wassergehalt ab. Und interessant ist, dass wenn wir Menschen Durst haben, nur frisches Wasser in uns diesen Durst wirklich stillen kann, weil Erfrischungsgetränke halt eben Zucker oder Salz enthalten oder andere dehydrierende Stoffe, die Wasser, frisches Wasser nicht enthält. Und interessant ist auch, dass die Bibel Jesus als das lebendige Wasser nennt. In Buch des Johannes, Kapitel 4, Vers 10 steht geschrieben: Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Und die Samariterin war dort, um Wasser zu schöpfen. Und Jesus zeigte ihr: Ich bin das lebendige Wasser. Und genauso kann nur Jesus den Durst unserer Seele stillen. Alles andere Materielle befriedigt unsere Seele nur kurzfristig, bis es wieder nachgefüllt werden muss. Deshalb schrieb auch der Rockstar von den Rolling Stones, Mick Jagger, den Song I can't get no satisfaction. Ich kann keine Befriedigung bekommen. Er war einer der Rolling Stones, aber für Jesus wurde der Stone, der Stein, beiseite gerollt, als er wieder auferstand. Nun, es gibt heute wirklich, dieses Wasser kommt ja von unterirdischen Flüssen, für die Quellen sind. Es gibt heute wirklich viele Philosophien und Religionen in der Welt, die behaupten, genau wie das Wasser in allen Flüssen der Welt strömt und letztendlich wieder ins große Meer fließt, in einem großen Zyklus, so werden wir Menschen alle am Ende unseres Lebens bei Gott zusammenkommen. Laut der Bibel stimmt das absolut nicht. Wer von Jesus Christus gehört hat und ihn akzeptiert und umkehrt und sein Vertrauen in ihn setzt, wird im nächsten Leben zu Gott Eingang haben. Die, die ihn ablehnen, über denen bleibt der Zorn Gottes und diese bekommen dann einen Platz, wo Satan und die Engel sind, das ist in der Hölle, für den Rest der Ewigkeit. Also es ist ein Ort der Unbefriedigung, da solltest du keinen Teil davon haben. Und es gibt diese zwei Möglichkeiten für dich zu entscheiden. Du wählst und du kannst warten, bis du alt wirst, was ich aber nicht empfehle, oder du akzeptierst Jesus bereits heute schon als deinen Retter und Gott und Vater und besten Freund. Denk darüber nach, du hast Zeit, bis dein Wasserhaushalt zu gering wird und es Zeit wird für den letzten Atemzug, oder Jesus kommt vor der großen Trübsal und holt dich ab und du wirst Teil seiner himmlischen Armee. Jesus gibt jedem Menschen Leben, er gibt Hoffnung und Freude und Frieden.
Das ist ein absolutes Versprechen für die Ewigkeit und er zeigt dir, wer du wirklich bist. Ein Kind Gottes. Das war's für dieses Video. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag.